Hey, das ist doch alles ein Scheißtrick. Aber dann, du machst bei jeder Übung, konzentrierst du dich so auf die exzentrische und die konzentrische Bewegung, dass du meinst, was ich gesagt habe, beim anderen gerade erklärt habe, dass wenn du jetzt hier gehst und sagst, du machst das Trizeps und machst du einfach so und spannst dann unten an. Oder du gehst hier und machst jetzt schon alles auf Spannung. Und dann bist du hier schon auf Spannung und dann gehst du unten in die Spannung ein. Das, wenn ich nur so mache, also wenn ich einfach nur so anspanne, oder wenn ich erst so anspanne und dann so richtig reinspanne, das macht einen heftigen Unterschied. Ja, und du fühlst es am nächsten Tag. Also wenn du jetzt schon da so bei Dips, weißt du, kannst jetzt einfach die wegdrücken und das oben anspannen. Oder du bist hier schon voll in der. Und drückst die dann oben in dieses. Ja, das ist schon wieder viel zu New School für die ganzen Oldschool Bodybuilder. Ja. Die verstehen das alle noch gar nicht. Dass das alles mit deinem Geist und deiner Psyche zum Do hat, wenn du ausschaust. Das stimmt. Vor allem war das wichtig für Wettkampfathleten. Vor allem. Dieses Weil Muskel. Da hast du diesen größten Mindstruggle zum Schluss raus. Ja. Wobei, es ist bei uns jetzt nichts anderes. Ich meine, wir kriegen, wenn man es mal ganz ehrlich genau nimmt, wir kriegen eigentlich das ganze Jahr auf dem Zahnfleisch, der zumindest der Johann. Ja, ist so, oder? Ja, also ich gib's mir. Ja. Wo läuft denn jetzt wieder hin? Ab und zu läuft er einfach davor. Dürsten. Da frittierte Bellergeschirr, hey. Wir haben schon lange, also ja. Hier gibt's echt, also bei uns, da kannst du echt brutal auswärts essen. Gell, also, da brauchst du überhaupt nur noch mal kommen. Wir kommen auch nur. Na? Warum denn da? Weil ja. Komm, blöd. Zwei Faktoren sprechen dagegen. Ich hab erstens, Lust, wir haben keine Zeit. Bock. Ja, und dann kommt noch dazu, es ist deiniger. Ja, komm wieder da so. So jein, was ist das? Was ist das? Was sauft da der Johann? Salz. Ja. Ein Salzdrink. Oxyshred. Nein, das Salz, das nimmt er immer auf einmal ein. Oder nimmt er auf einmal ein, weil sonst speien wir hier. Also, das in einer Wasserflasche drin, das ist nicht unbedingt schlau. Das macht der Titi. Ich hab's sehen. Ja, das machen wir nicht. Du bist ja behindert, Alter. Ja. Du hast eher mir mal erzählt, dass er Peanut Butter mit Süßstoff gefressen hat. Ja. Das ist völlig irre. Süßstoff. So, was machen wir jetzt? Ja. Das sind jetzt hier Outtakes, dass ihr mal seht, dass das alles gar nicht so easy ist. Recording, das Video. Und wir müssen mal mit dem Diät-Struggle. Das heißt, meistens eine halbe Stunde dauert es und dann ist jeder am Limit. Nebenbei nur das alles machen und dann aber auch noch ein halbwegs anständiges Training reingeben nebenbei. Weil dann sagt man sich, Johann, warum schaust du so aus? Weil ich... Du trainierst dich gar nicht gescheit. Genau. Nicht schwer. Ist auch nicht. Und du machst keine Kniebeugen und keine Kreuzheben. Ja. What's that? Crucifix. What's that? Putting on the skinny grips for skinny arms. Shit, jetzt zwitzt mein Finger ein. Sackle Mari. But if you already had it while you're stretching it, like had the tension on the muscle, and then bring it together is such a. I mean, this is the thing I was thinking about, because this increases the intensity, like